Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute ist mal wieder Roadtrip-Time. Wir fahren ein paar Tage in die Sommerfrische sozusagen. Zumindest hoffen wir, dass wir schönes Wetter haben. Und zwar geht es an die Ostsee nach Kühlungsborn. Das ist hier von Bremen so rund 300 Kilometer entfernt. Und wir fahren heute mit dem Model Y, nicht mit dem Model S. Und eigentlich könnten wir durchfahren. Da aber in Kühlungsborn, das ist ja in Mecklenburg-Vorpommern direkt an der Ostsee, gibt es ganze 3 Ladestationen, also öffentliche. Von daher werden wir vorher noch ein bisschen in Wismar am Supercharger wahrscheinlich relativ voll laden. Dann kommen wir da die Tage über Ostern im Prinzip komplett aus mit dem Akku. Haben wir da keinen Ladestress und ja, schauen wir mal. Ihr seid natürlich wieder dabei, wird ein schöner Roadtrip, also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, und das Besondere bei dieser Urlaubsfahrt ist, das ist ja im Prinzip weitgehend Autobahn. Wir fahren ja von Bremen über Hamburg, also A1 und dann, ich glaube, es ist die A20 Richtung Wismar. Und ich will mal versuchen, soweit es geht, autonom zu fahren. Das heißt, der Autopilot ist eingeschaltet. Ich habe hier die Enhanced-Version. Das heißt, er biegt auch automatisch ab, wenn Ausfahrten sind. Er wechselt die Autobahn eigentlich automatisch. Das hat jetzt hier vorhin bei der A1 oder A27 auf die A1 nicht hundertprozentig geklappt, weil manchmal blinkt er von alleine und biegt ab, gerade wenn es Ausfahrten sind. Aber manchmal beim Autobahnkreuz muss man dann auch selber blinken, weil er das anzeigt, dass man die Spur wechseln muss. Und wenn man das zu spät macht, dann bricht er ab, leider. Das ist halt wohl noch so geregelt. Das ginge sicherlich auch anders, aber im Moment ist es halt scheinbar so, aus wahrscheinlich Vorgabegründen vom Gesetz her. Aber ich bin mal gespannt, wie das den Rest der Fahrt wird. Wir müssen ja jetzt von der A1 auch öfter mal die Autobahn wechseln, aber alles sind nur Autobahnen und das müsste der Enhanced Autopilot eigentlich alles mehr oder weniger hinkriegen. Bin mal gespannt. Jetzt wird es wieder spannend. Wir sind gleich am Maschener Kreuz. Da trennen sich ja A1 und A7. Da müssen wir so ein paar Abfahrten nehmen. Mal gucken, wie das der Enhanced Autopilot meistert. Ja, das war jetzt total easy für den Autopiloten, weil waren gar keine Abfahrten zu nehmen. Er hätte im Prinzip nur die Auffahrt dann genommen und einmal musste er dann auf die Autobahn A1 wieder auffahren. Aber bis jetzt, die Fahrt tatsächlich von Bremen bis hierher, kurz vor Hamburg, habe ich den Autopilot im Prinzip 100% immer laufen lassen und das Lenkrad auch nur angefasst, damit hier nicht die Warnmeldung kommt. Ansonsten macht der Wagen bisher alles völlig alleine. Letzter Spurwechsel, wir sind wieder auf der A1 Richtung Lübeck. Ja, super, hat geklappt. Also einwandfrei, würde ich sagen. Leute, zum Thema Pedro Model Y. Ich habe immer eine Thermoskanne Kaffee dabei. Ne? Und wo wir losgefahren sind, habe ich gleich einen Kaffee getrunken. Da ist übrigens frische Milch drin von heute Morgen. Einwandfreier Kaffee. Jetzt so nach, keine Ahnung, wie lange sind wir unterwegs? Stunde. Ich oder Nasilla gießt mir einen Kaffee ein.
Da ist die Milch ausgeflockt, das heißt, die Milch im Kaffee ist sauer geworden. Garantiert von der schlechten Federung vom Model Y, weil das hier so schüttelt. Und das auf der glatten Autobahn. Ich fass es nicht. Frische Milch, einfach sauer geworden im Model Y. So, gleich geht's auf die A20. Wir sind jetzt gleich bei Lübeck und dann wird's richtig spannend. Wir sind jetzt übrigens, Moment, wie viele Kilometer sind wir unterwegs? 161 Kilometer unterwegs, 18,6 Kilowattstunden im Durchschnitt und wir haben noch 53% im Akku. Gestartet sind wir mit 97. Ja, völlig entspannter Roadtrip. Wir schwimmen mit dem Verkehr mit, fahren so zwischen 130, 135. Das ist total entspannt hier. Ja, also das war der perfekteste Autobahnwechsel der Geschichte. Von der A1 auf die A20, völlig autonom. Ich habe nur das Lenkrad manchmal angefasst, weil er sonst ausgestiegen wäre. Der Tesla-Autopilot wird ja immer in letzter Zeit so gescholten. Er wäre so hinter der Konkurrenz her. Aber das, was ich heute so erlebe, also bis jetzt kann das sonst auch kein anderes Auto. Ja, in 3 Kilometer müssen wir jetzt hier raus von der Autobahn. Wir sind gleich in Wismar beim Supercharger. Wir haben noch 34% im Akku. Wir müssen kurz gucken, was sagt der Trip. Wir haben 230 Kilometer bis jetzt zurückgelegt, 18,5 Kilowattstunden im Durchschnitt. Das ist echt ein super Wert hier. Model Y, ich sag ja, Effizienz. Und übrigens gibt es hier bei Wismar das echte Mumpitz. Wir haben hier Mumpitz Wismar. Also, nicht Nempitz ist Mumpitz, sondern Mumpitz ist Mumpitz. Und nach der Ausfahrt wird der Autopilot dann aussteigen, weil er ja im Prinzip nur auf Autobahn hier dieses Enhanced Autopilot-Verhalten macht. Das heißt, da muss ich dann gleich dann doch übernehmen. Aber 230 Kilometer im Prinzip voll autonom zu fahren, ja, ist schon cool. So, Supercharger Wismar erfolgreich angefahren. Hier sind auch noch genug freie Stalls. Jetzt gehen wir was essen, weil wir haben jetzt 34%. Wir wollen jetzt hier auf 90 oder so hochladen. Das heißt, es dauert so 45 Minuten. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Mal gucken, was es hier für Infrastruktur gibt. Wir waren hier noch nie. Ja, mal sehen. Irgendwas zu essen finden wir bestimmt. Also hier beim Supercharger in Wismar, da gibt es 10 Stalls, 2 kommen noch, aber alle 10 sind im Prinzip beschädigt. Die laden zwar noch, aber die Stalls sind alle irgendwie kaputt. Die Abdeckung ist irgendwie angebrochen bzw. hängt nicht in der Verankerung. Ich weiß nicht, ob das Vandalismus war oder ob die Service-Crew, die das aufgebaut hat, gepfuscht hat. Auf jeden Fall müssen die eigentlich alle einmal repariert werden. Die halten sonst nicht mehr lange. So, frisch gestärkt und vollgeladen, 95%. Fahren wir jetzt los. Wie viel haben wir denn noch? Mal eben kurz gucken. Wir haben noch 41 Kilometer. Naja, viel ist es ja nicht mehr. Aber immerhin, wir kommen mit 88% an. We'll be right back.
So, da sind wir in Königsborn angekommen und pünktlich mit der Ankunft wird es hier sonnig. Na, so muss das sein. Jetzt hoffe ich, dass wir ein paar schöne Tage haben hier über Ostern. Jetzt laden wir erstmal aus und gucken, wie so unsere Ferienwohnung aussieht. Ich habe es ja noch nicht gesehen, außer im Internet, also nicht live. Und ja, dann geht es gleich natürlich erstmal an den Strand. Ja, jetzt sind wir also hier in Königsborn, direkt am Strand an der Ostsee. Und ja, ich muss sagen, Ostsee ist nicht Nordsee. Hier ist es doch ziemlich, ich würde sagen, ruhig. Strand ist fast menschenleer, aber wir haben ja auch erst morgen Karfreitag. Von daher haben wir noch ein bisschen Schonfrist wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht, wie voll es wird. Auf jeden Fall ist hier relativ wenig los. Wetter ist echt schön. Wir haben es noch ein bisschen bewölkt, aber es ist angenehm warm. Ich würde mal sagen, so 18 Grad, also so kann man es aushalten. Und hier ist es total grell am Strand. Ja, brauche auch eine durch diesen gleich. Weißen Sand. Also ohne Sonnenbrille wäre ich hier echt schneeblind. Geh mal ins Wasser. Maila, Wasser. Ja, Ostsee ist halt keine Nordsee. So, Tag 1. Wir fahren jetzt nach Warnemünde, weil Wetter heute ist ein bisschen nieselig. Wir haben es irgendwie 8 Grad, bisschen kühl, auch ist es windig. Deswegen besichtigen wir ein bisschen den Hafen in Warnemünde. War ich auch noch nie. Ja, und auch hier in Warnemünde gibt es ziemlich wenig Ladestationen. Wir haben jetzt hier im Parkhaus gefunden, wo es 4 Wallboxen gibt. Da haben wir uns jetzt angeschlossen. Wir haben es noch nicht so wahnsinnig nötig, aber steht er dann late air, kennt ihr ja. Und hier ist nicht umsonst, hier muss man natürlich bezahlen, aber kann man mit jeder handelsüblichen Ladesäule freischalten. Die schönen Wallboxen hier an der Wand. Kein Problem. Und jetzt gehen wir erstmal hier an den Hafen und gucken mal, was da so los ist. Ja, Leute, morgens um 9 am Ostersonntag hier. Die Stimmung ist so ruhig, dass es wieder so windstill und es ist so halb sonnig und mit dem Hund jetzt morgens raus. Der Strand ist menschenleer, alle pennen noch. Das ist so entspannt. Wahnsinn, ja. Entspannung pur, wirklich. Ja, heute ist das beste Wetter, so wie wir es uns vorgestellt haben. Hier ist wenigstens wieder mal mehr Brandung, Wellen. Nicht so wie am Donnerstag, wo es hier doch total windstill war. Und am Freitag, wo es hier doch total nieselig war und total kalter Wind. Heute ist super. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht von den Wellen weggespült werde. Und ja, wir machen heute mal Kühlungsborn Ost und sicher. Hier kann man ja gut shoppen. Und so wie es aussieht, wird es ja wohl noch das ganze Wochenende so schön bleiben wie heute. Also herrlich, so muss das. Ja, und wenn die Sonne scheint, dann sieht das hier richtig geil aus. Aber wir sind hier auf der Seebrücke in Kühlungsborn und wir haben noch 2 schöne Tage vor uns mit wunderschönem blauem Himmel. Thank you.
Ja, jetzt war es das schon wieder mit dem schönen Osterurlaub. Wir haben heute Ostermontag und wir haben die Bude leergeräumt, alles ins Auto gepackt und fahren jetzt aber noch nicht sofort nach Hause, weil es ist irgendwie erst kurz nach 10. Wir gehen natürlich jetzt nochmal an den Strand, beziehungsweise wir fahren nach Kühlungsborn Ost und da gibt es nämlich dieses tolle Restaurant direkt am Yachthafen. Vielmehr nennt sich das. Und sehr empfehlenswert. Das hat uns bisher tatsächlich hier von allem am besten gefallen, weil man da super sitzen kann. Ist eine saugeile Location. Und Essen und Trinken ist gut, nicht ganz billig, aber dafür der Ausblick ist Wahnsinn. Und bei dem Wetter hier, wir haben jetzt hier im Prinzip 3 Tage nur blauen Himmel gehabt und es ist immer wärmer geworden. Wir haben jetzt zwar nur 10 Grad, aber fühlt sich irgendwie an wie 20. Da werden wir noch ein bisschen uns aufhalten und dann brauchen wir ganze 3 Stunden bis nach Hause hier. Wir könnten durchfahren, aber wir haben nur noch 83%. Wir fahren jetzt noch ein bisschen rum. Dann werden wir unter 80 kommen, dann müssen wir einmal in Rade zwischenladen. Das ist aber auch ja total easy, da stehen wir dann eine Viertelstunde. Okay, ja, wir nehmen euch natürlich wieder mit auf die Rückreise und wir hoffen, dass bis hierher euch das alles gefallen hat. Und ja, dann geht's jetzt los, oder? Ja, leider. Okay, let's go. So, hier sind wir auf dem Rückweg. Brauchen jetzt noch 2 Stunden bis Hamburg. Da ist ein kleiner Stau, da laden wir kurz in Prag. Und dann geht's durch bis Bremen. War wieder sehr lecker gerade, war doch ein bisschen kühl gewesen, weil wir mussten so ein bisschen im Schatten sitzen, konnten leider nicht einen Strandkorb nehmen, direkt da am Pier, war alles belegt. Was man vielleicht noch kritisieren könnte hier in Kühlungsborn, oder nicht nur in Kühlungsborn, sondern in Mecklenburg-Vorpommern allgemein, ist die fehlende Ladeinfrastruktur. Ne? Wir haben hier in Kühlungsborn ganze 2 AC-Ladestationen. Dann gibt es noch ein paar Destination Charger an verschiedenen Hotels. Aber wenn man halt nicht im Hotel wohnt, die einen Lader haben, sondern ein Ferienhaus, wovon es hier Tausende gibt, dann hat man keine Chance zu laden mit 2 Ladesäulen. Dementsprechend niedrig ist hier auch die Elektroautodichte. Das ist mir total aufgefallen. Also ich hatte in den letzten Jahren nie so wenig Elektroautos gesehen wie hier in Kühlungsborn im Urlaub jetzt, die paar Tage. Und irgendwann in ein paar Jahren, gar nicht mal so lange entfernt in der Zukunft, wird sich das als Wettbewerbsnachteil für alle hier in Mecklenburg-Vorpommern ausweisen. Das sage ich mir voraus, weil irgendwann, wenn die Elektroautodichte immer höher wird und man nicht laden kann, dann werden die Leute sich überlegen, fahre ich hier in den Urlaub oder fahre ich woanders in den Urlaub? Also liebes Mecklenburg-Vorpommern, ich kann euch nur raten, investiert ein bisschen in die Ladeinfrastruktur. Und wenn ihr das nicht aus öffentlicher Hand machen könnt, dann fördert das irgendwie entsprechend oder animiert irgendwelche private Unternehmen, das zu machen, weil das hat so keine Zukunft, ganz ehrlich. Ich meine, wir sind davon jetzt nicht betroffen gewesen, weil unser Akku groß genug ist, weil wir in Warnemünde mal in der Tiefgarage ein bisschen nachgeladen haben und sonst hier auch nicht groß unterwegs waren. Aber wenn man hier länger Urlaub macht im Elektroauto, ist es wirklich knapp. Also zumindest so knapp, dass es dann schon so ein bisschen aufwendiger wird. Weil man muss dann gucken, wo kann ich laden, ist es eventuell frei, wenn ich Pech habe, muss ich wieder wegfahren und so weiter. Ja, also das nur so von mir als kleine Empfehlung. So, jetzt sind wir in Prag angekommen am Supercharger, haben noch 37% im Akku und muss mal eben kurz hier den Kofferraum öffnen, damit Myla was zu fressen, nee, zu trinken bekommen kann. Einen kleinen Stau hatten wir, sonst sind wir gut durchgekommen. Jetzt haben wir noch ja, 1 Stunde Fahrt, glaube ich. Mal gucken, wie lange ist es denn noch? Es sind noch 134 Kilometer. Ja, wir müssen wie viel Prozent nachladen? Ja, oh, diese Augen, ey, Lesebrille. Oh, mit 0% würden wir jetzt ankommen. Das heißt, wir laden dann vielleicht so 30% noch jetzt drauf, dass wir irgendwie bei, weiß nicht, 70% sind. Und dann fahren wir ganz gemütlich nach Hause. Ja, das war's also mit unserem Roadtrip. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Kühlungsborn war schön, Wetter war klasse. Urlaub hat Spaß gemacht und endlich mal wieder eine kleine Tour mit dem Model Y. Völlig problemlos, wie ihr gesehen habt, obwohl die Ladeinfrastruktur da quasi gen Null tendierte. Aber mit so einem Akku wie beim Model Y und der Reichweite von über 330 Kilometern real bei Autobahngeschwindigkeit, da kommt man wirklich problemlos von A nach B, auch wenn es mal nicht so viel Ladesäulen gibt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.